Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal der nächste Teil von Zuschauerfragen. Diesmal mit Fritz und Santiago. Also dann! Die erste Frage an euch beide. Seid ihr auch im realen Leben befreundet? Wir treffen uns nicht täglich zum Kaffee oder zum Bier, aber ich würde schon sagen, dass man das mit Freundschaft nennen kann. Ja, auf jeden Fall. Weil das hat man nicht mit allen Kollegen, ne? Richtig. Santiago. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Mayonnaise ist kein Instrument. Nächste Frage an Santiago. Wie kam es dazu, dass Sie SpongeBob-Sprecher wurden? Ach Kinder, da wird ein Probesprechen gemacht und da werden mehrere Kollegen eingeladen und dann entscheidet sich die Produktionsfirma für eine Stimme, die möglichst am Original dran ist. Und das Probesprechen habe ich damals gewonnen und jetzt habe ich den kleinen Gelben an der Backe. Ja. Frage an Fritz. Warum spricht Marco Kröger nicht mehr Patrick? Musst du nicht mich fragen. Das ist eine Entscheidung der Produktion. Frage an Santiago. Kann man es mit Übung lernen, die Stimme von SpongeBob zu imitieren? Falls ja, wie sollte man dabei vorgehen? Üben, üben, üben. Und die Ohren aufmachen. Man hört ja schließlich, was aus dem Mund kommt. Frage an beide. Oder eine Aussage vielmehr. Ihr seid die besten Seriensprecher. Könnt ihr auch noch andere Stimmen? Was ist das für eine Frage? Wir spielen doch und sprechen doch ganz andere Rollen auch. Ganz genau. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Mhm. Ja, wir haben ganz seit vielen Jahren machen wir auch viele andere Figuren und andere Rollen. Wie alt ist SpongeBob? Wie alt ist SpongeBob? Das ist ja so ein Unterwasserschwamm. Ich glaube, die können ein paar hundert Jahre alt werden. Das kann man gar nicht umrechnen in Menschenjahre. Also eigentlich ist der uralt, aber im Herzen ist er natürlich ganz jung noch. Wie alt ist Patrick? Ich würde sagen, es ist ähnlich wie bei SpongeBob. Diese Meeresbewohner, das kann man nicht mit Menschenjahren messen. Ganz genau. Habt ihr eine Lieblingsfolge aus SpongeBob? Ja, also da gibt es schon einige, was ich zwischendurch auch nochmal gesehen habe, war diese Steinzeitfolge. Die finde ich sau lustig, wo die da immer Uga Uga machen. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und dann von einer neueren Staffel gibt es eine Folge, wo die an diesem Automaten sind, also Thaddäus, wo die mit diesem Greifarm. Und wo SpongeBob jedes Mal, wenn der da mit dem Greifarm reingeht, was rauszieht. Und Thaddäus schafft das nicht. Und SpongeBob macht das sogar mit verbundenen Augen. Und da rastet der natürlich dann aus. Und das ist so schön, diese Schadenfreude, die man da haben kann. Weil Schadenfreude ist die schönste Freude. Die kommt immer vom Herzen. Bei mir ist es einmal Geisterdeppen. Weil die so naiv sind, dass sie sich überhaupt nicht erschrecken lassen vom fliegenden Holländer. Und Patrick irgendwann sagt, wenigstens haben die hier auch einen Organisten. Und so in letzter Zeit, ich habe jetzt nämlich nicht mehr alle gesehen in letzter Zeit, aber die Folge, wo aus der Handschuhwelt, wo Hieronymus Handschuh auftaucht. Die finde ich auch noch ziemlich gut. An Fritz. Ich kann Patrick auch nachmachen. Schön. Kannst dich ja mal bewerben als Ersatzsprecher, wenn du mal genau. Ja. Und nochmal an Fritz. Hast du auch TikTok? Mittlerweile kann ich diese Frage bejahen. Ja, habe ich auch. Ganz up to date. In der Videobeschreibung. Santiago, kannst du eine Serie machen, wo du Synchronsprechen beibringst? Ich glaube, da fehlt mir die Zeit zu. Das ist ja doch ein bisschen aufwendig, wenn man das auch ernsthaft und seriös machen will. Und da fehlt mir leider die Zeit. Tut mir leid. Fritz, fühlst du dich manchmal unwohl, so als Ersatzsprecher von Patrick Star? Unwohl eigentlich nicht mehr. Ersatzsprecher, Entschuldigung, ist auch der falsche Begriff. Ne? Sondern er hat ja die Rolle übernommen. Er ist der Hauptsprecher jetzt. Ich bin mittlerweile seit über 10 Jahren dabei. Das kann man durchaus dann so ausdrücken. Und es war am Anfang so, aber mittlerweile nicht mehr.
Generell kann man dazu sagen, dass so eine Übernahme immer undankbar ist, weil man natürlich immer mit dem Vorgänger verglichen wird. Das ist aber keine Frage der Qualität, sondern weil sich die Zuschauer und Hörer einfach an eine Stimme gewöhnt haben. Inzwischen, denke ich mal, haben sie sich aber an die neue Stimme gewöhnt. Ja, und er hat ja auch entsprechendes Feedback und die Leute sind dankbar und freuen sich. Und er hat ja auch eine große Fangemeinde inzwischen. Ja, was ich cool finde und was ich noch dazu sagen kann, ich habe nach, keine Ahnung, 40, 45 Jahren mal wieder in Raumschiff Enterprise reingeguckt. Also wirklich in die Urserie. Und es wurden ja Folgen nachsynchronisiert in den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er oder so. Und in so eine bin ich reingeraten, direkt zu Anfang. Die gibt es jetzt bei Streamingdiensten. Und ich habe sofort gemerkt, dass zwei Rollen nicht mehr die Stimmen hatten, die ich kannte, nach 40, 45 Jahren. Also man gewöhnt sich da einfach dran und deswegen ist es immer komisch, wenn eine Stimme wechselt. Das hat dann oft gar nicht so viel mit der Qualität zu tun. Es ist einfach, man kennt das so nicht, weil ein Gesicht, egal ob Zeichentrick, Figur oder Mensch, hat eine Stimme. Die ordnet man zu und dann ist es auch verwachsen. Und wenn es sich dann ändert, das ist dann sehr seltsam. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ganz genau. Einer aus meiner Klasse heißt einfach Santiago. Das finde ich ja toll, weil der Name ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich. Wobei, wenn man mal schaut, das ist ein sehr beliebter und bekannter Name, unter anderem nicht nur in Spanien auf dem Festland, sondern auch auf den spanischen Inseln und auch in Südamerika. Da gibt es ganz viele mit dem Namen, Vornamen Santiago. An euch beide, sprecht ihr gerne eure Stimmen im echten Leben vor anderen Leuten? Also zumindest ist es nicht so, dass wir das ungern machen. Nö. Das macht uns ja Freude, wir machen unseren Job ja sehr gerne. Eben. Und meistens, also ich werde selten im normalen Leben gefragt, ob ich jetzt mal wie Patrick sprechen kann. Ist meistens über Medien, Instagram oder so, oder wir sind ja auch auf memo.me und stavu.de. Ne? Aber wenn, denke ich, machen wir das schon gern, weil uns machen auf die Figuren ja Freude. Gott sei Dank, sonst ginge das schon nicht. Santiago, wie war es damals, Vegeta zu sprechen? Anstrengend? Hat es Spaß gemacht oder nicht? Es hat beides. Es hat Spaß gemacht, aber es war sau anstrengend, diese ewige Schreierei. Und ich war auch nicht böse, als ich dann rausgenommen wurde und umbesetzt wurde. Gestern habe ich 10 Folgen von euch gesehen, weil die einfach entspannt sind. Bravo! Freut uns! Ja, ja, die Zeit fehlt mir leider, sonst würde ich auch wahrscheinlich viel öfter mal gucken. Darf ich sie zeichnen? Ja, gerne doch. Und dann bitte schicken. Wie lange kennt ihr euch? Na, ich würde sagen, seit ich eingestiegen bin. 10 Jahre sein, ja. Mensch, Jubiläum, wir müssen anstoßen. Ja, genau. Müssen wir einen trinken. Und jawohl. Einen Hamburger essen. Mindestens. Fritz, sag mal bitte, ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ja, Patrick, schon wieder. Fritz und Santiago, habt ihr einen besten Freund oder Freundin? Ja. Würde ich auch so sagen, ja, das entwickelt sich so im Laufe des Lebens und vor allem so richtig gute Freunde hat man im Leben meistens nicht so viele. Und die muss man dann gut festhalten und auf die aufpassen und die Freundschaft auch pflegen. Ganz genau. Seid ihr die aus Star Wars? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich finde die Frage auch etwas befremdlich. Ja. Santiago, welche Stimmen haben Sie noch gesprochen? Ach Kinder, das wird ja hier ein Stundenprotokoll. Also so die bekanntesten Sachen sind ja wohl einmal hier der Steve Urkel eben aus All unter einem Dach, dann das kleine Ferkelchen aus der Serie Winnie Pooh, dann habe ich ganz oft den amerikanischen Schauspieler Steve Buscemi synchronisiert in vielen, vielen Kinofilm und auch in Serien, jetzt zum Beispiel in der Serie Miracle Workers, was im Streamingdienst läuft, da haben wir gerade eine neue Staffel abgedreht und etliche Kinofilme, auch damals, auch in den 80er, 90er Jahren, da kann man mal auf der Seite, wie nennt sie sich, wo man das nachgucken kann. Deutsche Synchronkartei. Und da kann man einen Namen eingeben und dann kann man mal runterscrollen, was da alles im Laufe der Jahre und
auch im Laufe der Jahrzehnte zusammengekommen ist. Das kann ich jetzt gar nicht alles hier aufzählen. Ihr beide, wie fühlt es sich an, von Millionen Menschen ein Riesenteil ihrer Kindheit zu sein? Auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist ein schönes Gefühl und dann weiß man, wofür man die Arbeit gemacht hat. Ganz genau, ja. Welche Rolle wäre es ein Traum für euch zu sprechen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine sogenannte Traumrolle gibt es für mich nicht. Gab es auch im Theater nie. Es wird ja oft die Frage gestellt, welche Rolle würden Sie gerne nochmal spielen oder gibt es eine Traumrolle? Die gibt es nicht. Meine Traumrollen sind eigentlich immer die, die ich spiele und spreche. Und so sollte es eigentlich auch sein, dass die einem Freude machen, dass man die gerne spielt. Und meine Lieblingsrolle ist auch immer eigentlich die, die aktuell ansteht, an der wir gerade arbeiten im Studio oder vor der Kamera. Alles. Bei mir ist ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich eine Vorliebe, und zwar für so Sherlock Holmes-mäßige Sachen. Ach, ja, aber habe ich auch einmal schon gemacht in Forever mit Henry Morgan. So war der Name. Na bitte. Ja.